So, willkommen zum nächsten Part. Es geht weiter. Nach einer kurzen Unterbrechung end. So. War wirklich nur kurz. Zack. Immer noch auf unserer 2600 Kilometer Tour. Nach Spanien, glaube ich, war das. Um die Kurven hier. Na, ein bisschen haarig die Kurve. Bremse ich mal ein bisschen. So. Kreisverkehr, ich lieb's. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ja, du mich auch. Nimm diese Ausfahrt. Boah, ein bisschen übers Grün abgekürzt, macht ja nichts, ne? Ja, schicke Gegend hier. Ich war hier echt noch nicht. Das wüsste ich zumindest. Kommt eine enge Schikane. Oh Mann, ey. Mir doch eine anschlussvolle Strecke hier ausgesucht. Upp, Speicherleck. Ich finde diese Hupe einfach zu scheiße, diese Fanfare. Die mag gar nicht. Ich muss wieder runter. Demnächst rechts abbiegen. Jupp, machen wir. Biege nach rechts ab. Fast. Das schickt uns so, hä? Ich check's nicht. No comment. Komische Navi-Führung. Okay, Telepass gibt es schon mal nicht. Falsches Gas, falsches Pedal. Ja, Müdigkeit lässt uns so schätzen, obwohl ich bis 17 Uhr geschlafen habe, gestern. Bin aber auch recht spät ins Bett.
Eine gute Karte, ich spiele gerade American Truck Simulator. Wow. Gut, das könnt ihr nicht sehen, weil das OBS ausblendet. Ja. So, geht jetzt ja einigermaßen mal die Strecke. Ja, so sieht die Farbe in hellen aus, also man ist auffällig. Das sind die, ist die neue Lackierung der 138. Ne. Außenperspektive und ich lenken. Das werden keine Freunde. So. Ja, also der Trailer Farbe standardmäßig. Ich versuche mal den LKW von vorne zu zeigen. Also so ein bisschen von der Seite, wenn eine gerade Stelle kommt. Ja gut, da kommt eine Bautstation, da wird das nichts. Moin Moin Silvio, dir eine gute Fahrt und lass die Stoßstange heile. Das Auto passt. Zweifel. Nein, ist keiner. Aber ich kann kotzen. Scheint wohl eingeschlafen zu sein. Seite 138 nennt sich Metro. Gab es ein Pack für? Hallo, habe ich doch schon ausgeschaltet. Eigentlich ganz nice. Er ist recht so in der Kombi. Orange, rot, gelb. Sieht eigentlich schlecht aus. Bitte links halten. Frage ist, ist das hier LKW-Spur oder ist das Standstreifen? Naja, Standstreifen. Kann sein, dass es hier ein bisschen ruckelt, weil hier viel geladen werden muss. Aber es geht eigentlich. Jetzt mal auf die mittlere Spur rüber.
Gelegenheit auch nutzen, um TikTok-Videos zu machen. Ich bin einigermaßen eine gute Stelle dafür. Schon wieder eine Maut. Glaube ja. Ne, hier. Na, Telepass. Sorry, muss gerade mal sein. Mal kurz in die Info versprechen und mache ich nachher. So, geile Vorteile an Telepass. Man braucht nicht permanent stehen bleiben. So, wir haben jetzt schon gut was geschafft. 600 Kilometer ungefähr. Ist aber trotzdem noch ein ganzes Stück. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Grenze oder was? Yep. Nimm die Ausfahrt rechts. Folgen wir mal den Anweisungen. Ne, ja, zu früh. Dum da dum da dum da. Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Test 1-2. Jo, passt. Gut. Jetzt habt ihr mich wahrscheinlich doppelt gehört. Egal. Alles in Ordnung. Gut.
Na, Polizia. Also hier ist doch ein Go, das frisst ganz schön Benzin, muss ich sagen. Aber gut, der LKW ist neu, also sprich auch voll getankt. Das ist kein Problem. Maut. Ich hasse das. Ein Land voller Mautstationen. Nein, ich fahr hier rein. Ich musste gerade mal meine Socke richten. Geht mir aus dem Sofa Keks hier. Vorteil an den Geradenkurven, man kann sich was trinken hingießen. Geradenkurven. Die gerade Kurve, der gerade Kurve, das gerade Kurve. Was für gerade Kurve? Das war eine Gerade. Verpeilung hoch 10. Ich glaube, ich muss euch mal tagsüber mit nach Kirkenes nehmen. Jetzt mir. Da ist nämlich mal gut was los. Station voraus. Oder doch eine Tankstelle. Wenn ich mal bei euch, ich glaube, müsste ich nach links gucken. Ich gucke aber weit nach rechts. Da ist mein zweiter Bildschirm plus die Webcam. Und da läuft auch gerade OBS drauf. Und da läuft auch sozusagen mein Counter. Das ist der Timer. Ich komme ja doch recht gut voran, muss ich sagen. Gut, dann war das. Oh ne, doch nicht, ich wollte sagen, wo das Lava. Sind wir noch nicht vorbei oder so? Ach, keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass vorne wieder eine Mautstation auf uns wartet.
MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen.